Die Straßenbahn Gotha, vor allem bekannt durch die als Thüringer Waldbahn bezeichnete Überlandstraßenbahn nach Bad Tabarz, ist mit 36,35 Kilometern Länge das zweitgrößte Straßenbahnnetz in Thüringen. Es unterscheidet sich vor allem durch die ländliche und landschaftlich reizvolle Streckenführung sowie den einzigartigen Fahrzeugpark von anderen Straßenbahnnetzen und ist daher definitiv eine ausführliche Betrachtung wert. In diesem ersten Teil der Vorstellung der Straßenbahn Gotha möchte ich euch die Stadt Gotha, die Geschichte des Straßenbahnnetzes, das Linien- und Fahrplankonzept sowie die Fahrzeuge vorstellen. Eine ausführliche Vorstellung der einzelnen Strecken erhaltet ihr im zweiten Teil. Viel Spaß! Die Stadt Gotha ist mit 45.000 Einwohnern heute die fünftgrößte Stadt Thüringens. Sie liegt an der Thüringer Städtekette zwischen Eisenach und Erfurt. Die erste Erwähnung Gothas erfolgte bereits 775 nach Christus. Im Mittelalter wuchs die Stadt und ihre Bedeutung infolge der Kreuzung zweier wichtiger Handelsrouten stark an. Vermutlich im 11. Jahrhundert entstand südlich über der Stadt thronend die Burg Grimmenstein, die 1643 durch das bis heute existierende Schloss Friedenstein ersetzt wurde. Durch die gezielte Förderung von Kultur und Forschung durch die seinerzeit herrschenden Herzöge galt Gotha ab dem 18. Jahrhundert als Stadt der Naturwissenschaften und Künste, wobei aufgrund der Rivalität zur Kunsthochburg Weimar besonders die Naturwissenschaften von überregionaler Bedeutung waren. 1785 wurde hier der geografische Verlag Justus Perthes gegründet, 1820 mit der Gotha Feuerversicherungsbank die erste deutsche Versicherung auf Gegenseitigkeit, ein Prinzip, welches bis heute die Grundlage für das deutsche Versicherungswesen bildet, gegründet. 1847 erhielt Gotha an einer der ersten Bahnstrecken Thüringens den Bahnanschluss. Der Bahnhof befindet sich seitdem im Süden der Stadt und damit auf der anderen Seite des Schlossberges als die Alt- und Innenstadt, aber dazu später mehr. 1875 wurde in Gotha die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands gegründet, eine der Vorläuferorganisationen der bis heute existierenden SPD. 1918 ging das Herzogtum Sachsen-Gotha-Coburg, dessen Residenzstadt Gotha war, im neu gegründeten Freistaat Thüringen auf. Gotha war fortan für seine wirtschaftliche Bedeutung bekannt. Es entwickelte sich zu einem wichtigen Standort des Maschinenbaus, der Druckindustrie und der Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse. In der DDR-Zeit wurden in Gotha etliche historische Gebäude abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Erst nach 1989 erfolgte wieder eine verstärkte Instandsetzung der historischen Bausubstanz. Die bis zum Zweiten Weltkrieg stetig angestiegene Bevölkerung stagnierte bis zur deutschen Wiedervereinigung und ist seitdem rückläufig. Inzwischen ist dieser Trend weitestgehend aufgehalten und wieder eine leichte Zunahme zu verzeichnen. Nach diesem kurzen Ausflug in die Stadtgeschichte wollen wir uns jetzt natürlich der Straßenbahn widmen und uns zunächst deren Geschichte ansehen. Die Notwendigkeit eines städtischen Nahverkehrs entstand vor allem durch den dezentral gelegenen Bahnhof, weshalb man bereits 1880 eine Pferdebahn errichten wollte. Nachdem sich diese Idee nicht durchsetzen konnte, nahm man ab 1893 mit dem Bau einer elektrischen Straßenbahn einen zweiten Anlauf, der erfolgreich war. Am 2. Mai 1894 konnte die erste Straßenbahnstrecke zwischen dem Hauptbahnhof und der Waltershäuser Straße über den Neumarkt eröffnet werden. Zwei Jahre später erfolgte eine kurze Verlängerung zur Dorotheenstraße. Beflügelt vom Erfolg des neuen Verkehrsmittels und der damals wachsenden Bedeutung und Ausdehnung der Stadt Gotha, vereinbarte man im Jahr 1897 die Errichtung eines ausgedehnten Überlandnetzes sowie den Ausbau des Innenstadtnetzes, für welche man im Jahr 1900 Konzessionen für folgendes Netz erhielt. Die Linie 1 sollte als Ringbahn die Stadt Gotha erschließen. Die Linie 2 sollte nach Siebleben zum damaligen Krankenhaus und die Linie 3 zum Friedhof im Norden der Stadt verkehren. Die Linie 4 sollte gen Südwesten über Waltershausen und Langenhain nach Groß-Tabarz verkehren, mit einem Abzweig von Wahlwinkel nach Friedrichroda. Die Linie 5 sollte im Süden nach Uhleben führen, die Linie 6 nur außerhalb der Stadt zwischen Groß-Tabarz und Winterstein mit Abzweig einer Strecke nach Schmerbach in Schwarzhausen verkehren. Als Linie 7
hätte man eine Strecke von Gotha über Güntersleben nach Wechmar bezeichnet. Die Linie 8 wäre über den Friedhof hinaus nach Goldbach, die Linie 9 über den Ostbahnhof und Friemann nach Töttelstedt gefahren. Zunächst begann man schnell mit den ersten Arbeiten. Die Ringlinie innerhalb der Stadt konnte bereits 1902 ihren Betrieb aufnehmen. 1911 folgte die Strecke zum Friedhof, die am Arnoldiplatz von der Ringlinie abzweigte. Sie wurde abweichend von den Ursprungsplänen als Linie 1 bezeichnet, die Ringlinie erhielt stattdessen die Liniennummer 2. 1913 wurde eine größere Wagenhalle an der Waltershäuser Straße samt kurzem Streckenneubau in Betrieb genommen und im Juni 1914 dann mit der Strecke nach Tabarz, deren Verlauf in der zwischenzeitlichen Planung verändert worden war, endlich mit dem Bau der ersten Überlandstrecke begonnen. Außerdem erfolgte im selben Jahr der zweigleisige Ausbau der Strecke vom Bahnhof zur Dorotheenstraße, wobei zwischen Arnoldiplatz und Brühl das neue Gleis in der parallelen Gartenstraße errichtet werden musste. Noch im selben Jahr brach der Erste Weltkrieg aus, in welchem 1916 der Personenverkehr auf dem Südteil der Ringstrecke eingestellt wurde. Außerdem wurden die Arbeiten an der Strecke nach Tabarz unterbrochen, die aufgrund der anschließend folgenden Inflation und mehreren Rechtsstreitigkeiten erst 1928 wieder aufgenommen wurden. Im Stadtgebiet kam derweil eine dritte Linie zum Ostbahnhof hinzu, die am Arnoldiplatz begann. 1929 erfolgte dann endlich auch die Eröffnung der Strecke nach Tabarz, einschließlich deren Zweigstrecke nach Waltershausen. Auf ihr verkehrte entsprechend der Planung von 1900 die Linie 4, die zunächst über einen eigenen Fahrzeugpark verfügte. Es verkehrten 16 bis 22 Züge pro Tag, zum Vergleich heute sind es bis zu 32. Die einst geplanten umfassenden Netzerweiterungen wurden nicht weiter verfolgt und das Straßenbahnnetz seitdem kaum verändert. Nach Beseitigung der Kriegsschäden aus dem Zweiten Weltkrieg herrschte ab 1950 auf allen Linien wieder der reguläre Betrieb. 1955 wurde die Linie 2, die bisher an der Ernststraße endete, bis zur Wagenhalle verlängert. Laut der Chronik der Stadtwerke wurden ab 1959 erstmals Liniennummern verwendet, obwohl in einigen Quellen bereits früher die hier verwendeten Nummern auftauchten. Spätestens 1958 erfolgte damit aber dann der Tausch der Nummern hin zum in weiten Teilen bis heute verwendeten Systems. So wird seitdem die Verbindung Bahnhof-Wagenhalle als Linie 1, die vom Arnoldiplatz zum Ostbahnhof als Linie 2 und die vom Arnoldiplatz zum Friedhof als Linie 3 bezeichnet. 1962 wurde an der Wagenhalle und 1964 am Hauptbahnhof eine Wendeschleife errichtet und der Betrieb mit Einrichtungsfahrzeugen aufgenommen. Gleiches geschah 1966 in Tabarz. Von 1966 bis 1967 wurde das Schienennetz in der Innenstadt grundlegend umgestaltet und neben der Errichtung eines Zweigleises in der Gartenstraße die Strecke über den Neumarkt stillgelegt. Als neuer Knotenpunkt entstand die Huttenstraße mit einem Gleisdreieck. Die Linie 3 endete seitdem in einer dort errichteten Stumpfendstelle. Die Linie 2 verkehrte nach dem Bau einer Wendeschleife am Ostbahnhof ab 1969 zwischen dort und dem Bahnhof. 1971 wurde auch am Bahnhof von Waltershausen eine Wendeschleife in Betrieb genommen. Gleichzeitig wurde das Gleisdreieck in Waltershausen modernisiert. Theoretisch ist seitdem ein Betrieb mit Einrichtungsfahrzeugen auf der Stichstrecke in Waltershausen möglich, der in der Praxis allerdings in der Regel nicht durchgeführt wird. 1985 erfolgte mit der Einstellung und Stilllegung der Straßenbahnlinie 3 die einzige Verkleinerung des Netzes seit der Stilllegung der südlichen Ringstrecke. Ungeachtet dessen wurden ab Ende der 1980er wieder Erweiterungspläne für das Straßenbahnnetz gefasst. Am konkretesten war die Idee einer Straßenbahnverbindung zwischen Sundhausen und dem Bahnhof über die Leinerstraße. Hierfür existieren bis heute einzelne Flächenfreihaltungen. Vermutlich hätte eine verlängerte Linie 2 die Strecke bedient. Für die Linie 1 bestand die Idee einer Verlängerung vom Bahnhof in die neu entstandenen Wohngebiete im Gotha Osten, vielleicht sogar bis nach Siebleben. Auch die Gewerbegebiete im Süden waren als Idee für den Endpunkt einer neu zu errichtenden Strecke im Gespräch. Sogar die Überlegung eines ausgedehnten Überlandnetzes wurde zwischenzeitlich wieder populär, mit möglichen Strecken nach Friemar oder Buffleben. Zunächst beschäftigte man sich aber mit der Erneuerung der vorhandenen Infrastruktur. Ein Unterfangen, das auch nach der Wiedervereinigung fortgeführt wurde. Da sich der Fahrzeugbestand neben einigen Tatra-Zügen extrem überaltert präsentierte, wurden bereits 1991 sechs Gebrauchtfahrzeuge vom Typ GT6 aus Mannheim übernommen und fortan vor allem auf der Strecke nach Tabarz eingesetzt.
1993 kamen 4 weitere Fahrzeuge dazu. 1995 wurde die Linie 1 aufgrund gestiegener Fahrgastzahlen im Bereich Sundhausen bis dorthin verlängert. Hierfür wurde im Rahmen der ohnehin erfolgten Streckensperrung im Zuge der Modernisierung der Eisenbahnüberführung in Sundhausen an der Inselsbergstraße ein neuer Kreuzungspunkt errichtet. Da in Sundhausen keine Wendeschleife bestand, mussten weitere Gebrauchtfahrzeuge aus anderen Netzen beschafft werden. Wieder waren es GT6, dieses Mal 6 Stück aus Bochum für den Zweirichtungsbetrieb. Neben der Linie 1 kamen sie auch auf der inzwischen als Linie 6 bezeichneten Waltershäuser Stichstrecke zum Einsatz. Außerdem verrichteten sie häufig Pendelfahrten zu eingleisigen Endpunkten, die im Zuge der schrittweisen Sanierung der Strecke immer wieder auftraten. Ende der 1990er Jahre wurde nach Abwendung einer zwischenzeitlich erworbenen Stilllegung auch die Strecke zum Ostbahnhof modernisiert und sogar größtenteils zweigleisig ausgebaut. Ende 2002 ging dann auch die einzige Neubaustrecke der Nachkriegszeit in Betrieb. Sie zweigt südlich von Sundhausen in Form eines Gleisdreiecks ab und führt zum Krankenhaus. Die Haltestelle wurde neuer Endpunkt der Linie 1, die seitdem wieder mit Einrichtungswagen betrieben werden kann. Auch die Linie 4 kann einen Abstecher über diese Station machen. Dies ist heute in beinahe allen Fällen der Fall, wird aber nach wie vor gesondert im Fahrplan und in den Fahrzeuganzeigen erwähnt, als wäre es eine Abweichung vom regulären Linienweg. Seitdem haben sich hauptsächlich Änderungen im Fahrzeugpark ergeben. Seit 2001 übernahm Gotha 10 KT4D-Züge aus Erfurt. Damit konnten einige ältere KT4D, einzelne Exemplare der Mannheimer GT6 und bis 2007 alle Exemplare der Bochumer GT6 ersetzt werden. Um weiterhin auf der Linie 6 im Zweirichtungsbetrieb fahren zu können, bekamen die Ex-Erfurter KT4D Nummer 316 und 317 einen zweiten Führerschein eingebaut. Da sich der Fahrzeugbestand auch 10 Jahre nach der Jahrtausendwende noch vollständig hochflurig präsentierte, übernahm man ab 2011 4 50 Jahre alte GT8N aus Mannheim. Sie sind im Gegensatz zu den bisherigen Fahrzeugen dreiteilig und verfügen über ein abgesenktes Mittelteil, in welchem ein barrierefreier Einstieg möglich ist. Sie ersetzen vor allem die gebrauchten GT6. 10 Jahre später beschaffte man weitere Bestandsfahrzeuge mit abgesenktem Mittelteil, dieses Mal in Basel in Form von 6BE4-8. Sie werden seit 2021 schrittweise in den Betrieb gebracht und ersetzen vor allen Dingen nicht barrierefreie Tatrabahnen. Damit sind wir in der heutigen Zeit angelangt, in der die Stadt Gotha bzw. genauer gesagt die Thüringer Waldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH, kurz TWSB, ein 36,35 Kilometer langes Straßenbahnnetz ihr eigen nennen darf. Es erstreckt sich neben der Stadt Gotha über die Gemeinden Waltershausen, Georgenthal, Friedrichroda und Bad Tabatz. Es ist in Meterspur ausgeführt und größtenteils für eine Wagenbreite von 2,40 Meter ausgelegt, obwohl die derzeitigen Fahrzeuge nur maximal 2,30 Meter breit sind. Die Stromversorgung erfolgt per Oberleitung mit 600 Volt Gleichspannung. Die Höchstgeschwindigkeit im Netz liegt bei 60 km/h. Das Netz ist außerhalb Gothas komplett eingleisig und verfügt auch innerhalb der Stadt über eingleisige Abschnitte. Mit Ausnahme der Stichstrecke in Waltershausen sind dabei alle Eingleisigkeiten signaltechnisch überwacht. Das gilt an der Wagenhalle auch für die kreuzenden Aus- und Einrücker. Auch einige Bahnübergänge auf den Überlandabschnitten verfügen über eine technisch überwachte Sicherung. Vergleichbar mit per Überwachungssignal gesicherten Bahnübergängen im Vollbahnnetz. Auf der anderen Seite gibt es insbesondere in Waltershausen auch nicht signalisierte Kreuzungen, an denen die Straßenbahnen zum Teil sogar Vorfahrt gewähren müssen. Die Straßenbahn Gotha umfasst heute die folgenden Linien. 1. Hauptbahnhof Krankenhaus, 2. Hauptbahnhof Ostbahnhof, 3. Wagenhalle Ostbahnhof, 4. Hauptbahnhof Bad Tabatz und 6. Waltershausen Gleisdreieck Waltershausen Bahnhof. Die Linie 3 kommt dabei lediglich zur Überführung der auf der Linie 2 pendelnden Fahrzeugen in die Wagenhalle zum Einsatz und fährt daher je nur ein- bis zweimal pro Tag und Richtung. Die Linie 2 verkehrt meist alle 30 Minuten. Betriebsbeginn ist von Montag bis Freitag gegen 4.30 Uhr, samstags gegen 8.30 Uhr und sonntags gegen 9.30 Uhr.
Betriebsschluss ist gegen 23 Uhr, wobei ab 20 Uhr nur noch einzelne Fahrten stattfinden. Von Montag bis Freitag werden zwischen 7 und 16 Uhr drei Fahrten pro Stunde und Richtung angeboten, was einen wechselnden 15-30-Minuten-Takt ergibt. In der Stunde 12 wird mit vier Fahrten pro Stunde sogar ein echter Viertelstundentakt realisiert. Die Linie 4 nach Bad Taberz verkehrt grundsätzlich ebenfalls im 30-Minuten-Takt. Von Montag bis Freitag verkehrt der erste Zug um 4.21 Uhr ab Bad Taberz, samstags um 7.04 Uhr und sonntags um 8.04 Uhr. Die letzte Fahrt ab Gotha erfolgt täglich um 20.40 Uhr, wobei ab 16.40 Uhr nur noch stündlich gefahren wird. Das lässt sich vor allem auf die primäre Bedeutung im Tourismus- und Schülerverkehr zurückführen. Von 4.50 Uhr bis 20.18 Uhr besteht am Gleisdreieck Waltershausen Anschluss an die Linie 6 von und nach Waltershausen Bahnhof, deren erste und letzte Fahrt als Linie 4 von der Wagenhalle zu bzw. abgeführt wird. Fahrten zwischen Waltershausen Bahnhof und Bad Taberz gibt es entgegen der Beschilderung an einigen Haltestellen planmäßig nicht. Für eine bessere Anbindung innerhalb des Gothaer Stadtgebiets verkehrt zusätzlich zur Linie 4 zwischen dem Hauptbahnhof und dem Krankenhaus die Linie 1. Sie fährt von Montag bis Freitag von 4 bis 18 Uhr alle 30 Minuten, womit die Linie 4 zum 15-Minuten-Takt verdichtet wird. Danach gibt es einzelne Fahrten. Am Wochenende verkehrt die Linie 1 samstags erst ab 8 und sonntags erst ab 11 Uhr stündlich, was zusammen mit der Linie 4 einen 15-30-Minuten-Takt ergibt. In den Morgenstunden zwischen 5 und 8 Uhr verkehren ebenfalls einzelne Fahrten der Linie 1, bei denen es sich vor allen Dingen um Aus- und Einrücker der Linie 4 handelt. Es ergibt sich auf Basis dieses Konzepts ein Fahrzeugbedarf von einem Zweirichter für die Linie 6 und je nach Wochentag 7 bis 9 Einrichtern für die Linien 1 bis 4. Hierfür stehen derzeit 18 Fahrzeuge zur Verfügung. Ironischerweise sind die neuesten, in Form der 40 Jahre alten Tatrabahn des Typs KT4D, als einziges nicht barrierefrei. Sie wurden zwischen 1981 und 1990 gebaut und bis auf ein Fahrzeug ursprünglich in Erfurt eingesetzt. Die Übernahme nach Gotha erfolgte zwischen 2001 und 2008. Dabei wurde ein Teil der Fahrzeuge in das blau-gelbe Gotha-Farbschema versetzt, ein anderer Teil behielt das Erfurter Weiß-Rot. Einzelne Fahrzeuge trugen auch schon Werbungen, das ist in Gotha allerdings eher die Ausnahme. Sie sind knapp 20 Meter lang und verfügen über ca. 30 Sitzplätze. Zwei Wagen haben für den Einsatz auf der Linie 6 einen zweiten Führerstand eingebaut bekommen. Außerdem wurde in diesen Wagen die Hälfte der Sitze gedreht, um in beiden Fahrtrichtungen das Fahren mit der Fahrtrichtung für Fahrgäste zu ermöglichen. Auch im Innenraum ergeben sich innerhalb des Bestands Unterschiede hinsichtlich der Wandgestaltung und der Sitzpolster. Einheitlich ist hingegen die nachgerüstete digitale Zugzielanzeige. Die Fahrzeuge kommen auf allen Linien zum Einsatz, auf der Linie 4 in seltenen Fällen sogar in Doppeltraktion. Die ältesten Gothaer Fahrzeuge sind die bereits über 60 Jahre alten GT8N von Duewag, von denen Gotha heute noch drei Stück besitzt. Sie wurden zwischen 1962 und 1964 gebaut und im Jahr 2011 von der Straßenbahn Mannheim übernommen. Sie bekamen alle das Gothaer Farbgleit, unterscheiden sich aber in den Sitzbezügen und der teils analogen, teils digitalen Zugzielanzeige untereinander. Die Fahrzeuge sind 28 Meter lang und können daher nur in Einfachtraktion verkehren. Sie kommen fast ausschließlich auf der Linie 4, zum Teil auch auf der Linie 1 zum Einsatz. Seit 2018 erhält Gotha nach und nach Zuwachs durch 6 BE4-8 Fahrzeuge der Basel Land Transport AG.
Sie werden für den Einsatz in Gotha nach und nach modernisiert, wobei offenbar nicht alle Spuren der Vergangenheit beseitigt werden. Sie werden einheitlich ins Gotha-Design umlackiert und besitzen alle eine digitale Zugzielanzeige mit herausstechend großem Liniensignal. Ihre Länge liegt bei 27 Metern und ist damit mit den GT8N vergleichbar, mit denen sie auch die Eigenschaft der Dreiteiligkeit und des abgesenkten Mittelwagens teilen. Allerdings sind diese Fahrzeuge mit nur 2,20 Meter Fahrzeugbreite 10 cm schmaler als die restlichen Fahrzeuge, was den ohnehin vorhandenen Spalt beim Einstieg zusätzlich vergrößert. Auch diese Fahrzeuge kommen primär auf den Linien 1 und 4 zum Einsatz. Darüber hinaus besitzt Gotha einige historische Fahrzeuge und eine anmietbare Partybahn. Im aktuellen Nahverkehrsplan wird erstmals seit langem auch wieder die Beschaffung vollständig neuer Fahrzeuge forciert. Hierbei ist von 4 Fahrzeugen bis 2026 und weiteren 4 bis 6 in den Jahren danach die Rede. Hierfür befindet sich der Betreiber der Straßenbahn derzeit auf der Suche nach geeigneten Modellen. Zuletzt war im September eine fabrikneue Skoda-Bahn auf ihrem Weg vom tschechischen Werk nach Mannheim in Gotha zu Gast, um einige Tests durchzuführen. Die neuen Fahrzeuge, unabhängig davon, ob es nun das getestete Skoda-Modell wird oder nicht, sollen vor allem die KT4D-Züge ersetzen, womit ein niederflüriger Einstieg in alle Fahrzeuge möglich wäre. Das hieße aber auch, dass die bereits 60 Jahre alten GT8N von Duewag weiter ihre Runden drehen würden. Im Liniennetz stehen voraussichtlich Mitte oder Ende 2024 kleinere Anpassungen an. Hierbei geht es vor allem um eine bedarfsgerechtere Verteilung der Fahrten. So soll die Linie 4 auf einen durchgehenden 30-Minuten-Takt innerhalb der Betriebszeiten verdichtet werden. Das führt naturgemäß zu einem Rückgang der Fahrtenanzahl auf der Linie 1. Außerdem soll die Linie 3 bis zum Krankenhaus verlängert und grundsätzlich stündlich angeboten werden, um eine durchgehende West-Ost-Verbindung in der Stadt bereitstellen zu können. Dafür wird die Linie 2 auf einen Stundentakt geschwächt, sodass das halbstündige Angebot auf der Strecke zum Ostbahnhof erhalten bleibt. Die heutige Verdichtung auf dieser Strecke im Berufsverkehr ist künftig nicht mehr vorgesehen. Infrastrukturell ist derzeit eine Verlängerung der Linie 6 in Waltershausen am ehesten im Gespräch. Konkrete Pläne hierzu gibt es allerdings nicht. Alles in allem wird das Netz in seinen Grundzügen also weiter bestehen bleiben und seinen speziellen Charme behalten. Es soll dennoch in seinem heutigen Zustand im Rahmen einer ausführlichen Vorstellung des Netzes festgehalten werden. Hierfür darf ich euch auf den zweiten Teil der Dokumentation der Gotha Straßenbahn verweisen und bin damit am Ende dieses ersten Teils angekommen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch fürs Zuschauen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.